Heute beschäftigen wir uns mit dem Essen, das in Flammen steht. Bier kann zwar nicht nach Panem, aber feurig wird es trotzdem. Also viel Spaß! Zuerst erzähle ich euch, was ihr für den Teig braucht. Für den Teig braucht ihr 500 Gramm Mehl, 20 Gramm Hefe, 1 Teelöffel Honig, 250 Milliliter lauwarmes Wasser, 1 Teelöffel Salz und 4 Esslöffel Öl. Ich koche heute mit euch zusammen Elsässer Flammkuchen. Das Rezept ist für 4 Personen ausgelegt und ihr braucht ungefähr 1 Stunde 15 plus dann jeweils nochmal 12 bis 15 Minuten Backzeit im Ofen. Dadurch, dass das Rezept auf einem Hefeteig basiert, braucht ihr natürlich ein bisschen Zeit. Aber wie ihr wisst, bei Hefeteigen ist es meistens Wartezeit und gar nicht so viel Zubereitungszeit. Also, lasst uns die Ärmel hochkrempeln und anfangen. Das Mehl könnt ihr jetzt einfach in eine Schüssel geben. Die Hefe zerbröselt ihr in den Viertel Liter lauwarmes Wasser und gebt dann noch den Teelöffel Honig darüber. Alles solltet ihr jetzt gut vermischen, sodass ihr im Prinzip eine etwas trübe Brühe habt. In das Mehl macht ihr jetzt eine Mulde, eine kleine, und gießt dort die Hefemischung ganz vorsichtig rein, sodass das Ergebnis im Prinzip ein kleiner Bergsee ist, nur mit Hefewasser. An den Rändern lasst ihr jetzt ein paar Steinschläge runterkommen. Das bedeutet, ihr platziert ein kleines bisschen Mehl innerhalb des Hefewassers. Das Ganze deckt ihr jetzt zu und stellt es für 15 Minuten an einen warmen Ort und lasst einfach mal die Hefe ihre Magie tun. Nach 15 Minuten holt ihr euch die Schüssel wieder und deckt das Tuch ab. Und dann solltet ihr sowas sehen wie hier, dass die Flüssigkeit so ein kleines bisschen aufgegangen ist und sich aufgebläht hat. Wie so eine kleine Lavablase, die kurz davor ist zu platzen. In dieses Gemisch tut ihr jetzt noch 1 Teelöffel Salz und 4 Esslöffel Öl. Und dann müsst ihr alles schön zu einem glatten Teig verarbeiten. Dabei tiete ich jetzt und lasst mir von der Küchenmaschine helfen. Das könnt ihr aber natürlich auch entweder mit euren Händen machen oder einfach mit einem ganz normalen Rührgerät. Wenn ihr den Teig faltenfrei zusammengeknetet habt, dann könnt ihr ihn einfach wieder in die Schüssel tun, zudecken und zurück an den warmen Ort. Dort solltet ihr ihn jetzt 45 Minuten lang gehen lassen. Für den Belag braucht ihr 100 Gramm Räucherspeck, 400 Gramm saure Sahne, 100 Gramm Sahne, 2 bis 3 Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Während wir auf den Teig warten, lasst uns doch einfach mit dem Belag weitermachen. Den Speck könnt ihr natürlich auch schon geschnitten kaufen. Ich habe hier einfach ein komplettes Stück, weil das mir jedenfalls meistens besser schmeckt und schneide den deswegen erstmal in kleine Stücke. Danach geht es den Zwiebeln an den Kragen. Diese
Diese können wir schälen, dann längs halbieren und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Der Pro-Tipp ist, dass die Zwiebeln hier nicht roh auf den Flammkuchen draufkommen später, sondern erstmal mit etwas Öl in einer Pfanne goldgelb gebraten werden. Dann lasst ihr die Zwiebeln einfach ein bisschen abkühlen und rührt sie später unter die Belagsoße. Aber das zeige ich euch noch. Für die Flammkuchensoße verrührt ihr einfach die Sahne mit der sauren Sahne. Anschließend fügt ihr die nun schon abgekühlten Zwiebeln hinzu und würzt das Ganze mit Salz und Pfeffer. So lange, bis es euch richtig gut schmeckt. Nachdem die 45 Minuten um sind, könnt ihr den Teig von eurem geheimen warmen Ort zurückholen und diesen erstmal auf die Arbeitsfläche packen. Das Rezept ist eigentlich für ungefähr 2 Bleche. Je nachdem, wie dünn ihr es ausrollt, reicht es auch noch für ein drittes. Aber fangt erstmal damit an, den Teig nochmal ein bisschen durchzukneten und danach zu halbieren. Jede Teighälfte rollt ihr jetzt auf ungefähr Backblechgröße aus und zwar am besten sehr, sehr dünn, dann wird das Ganze nämlich knusprig. Anschließend verstreicht ihr die zubereitete Sahnesoße und bestreut das Ganze mit Speck. Und nicht vergessen, heizt den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vor. Der fertig belegte Flammkuchen kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen
und muss dort auf der mittleren Schiene für ungefähr 12 bis 15 Minuten backen. Ja, und hier seht ihr das Ergebnis. Oh, ich freue mich schon drauf, da jetzt reinzubeißen und diesen Flammkuchen zu genießen nach der ganzen Arbeit. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, wie es euch geschmeckt hat. Also lasst gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und wenn ihr noch mehr leckere Kochvideos und Inspirationen sucht, dann abonniert doch einfach gerne meinen Channel. Bis zum nächsten Mal!